So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei We Are Football. Ja, wir haben die letzten drei Spiele verloren, stehen auf dem Relegationsplatz und jetzt kommen die Bayern. Die Bayern, die erst zweimal in dieser Saison verloren haben. Ja, wir haben es riskiert, viele Spieler zu verkaufen und keinen Ersatz zu verpflichten. Wird dieser Poker schiefgehen oder nicht? Die Saison ist noch nicht mehr jung, aber ist noch lang genug. Wir haben gerade Ende Februar. Trainieren in dieser Woche ein bisschen das Passspiel. Und ja, man hat schon Pferde kotzen sehen, auch gegen die Bayern ist was drin. Davy Selke hat sein Trainingsziel Ballbehauptung erreicht, arbeitet jetzt ein bisschen an seiner Ausdauer. Der FC Bayern München wird hier als Erzrivale beschrieben. Ja, es gab Zeiten, an die erinnere ich mich noch, da hat man auf Augenhöhe agiert. Diese Zeiten scheinen lange her zu sein. Ich erinnere mich. Oh, Spieler mit neuer Frisur. Das ist doch mal eine wichtige News hier. Sieht gut aus. Er sieht jetzt nicht mal aus wie Son Goku, sondern eher wie so ein Playboy. Finde ich gut, dass ich hier über die Frisuren der Spieler informiert werde. Man muss ja auch auf dem Neuesten bleiben. Ja, ich erinnere mich an eine Rede von Louis van Gaal, wo er so im Hitler-Stil die Meisterschaft angepriesen hat, wo Bremen noch quasi als Rivale Nummer 1 genannt wurde. Und jetzt ist man hier Platz 16. Gegen Platz 1 in der Situation angekommen. 9 Grad am 27. Februar. Fabio Kunst, der schießt. Das Stadion ist nicht komplett ausverkauft. Und nach den jüngsten Niederlagen. Ich gehe weiter so vor, dass Spieler, die weniger als Form 6 haben, außer Torhüter aus dem Kader fliegen. Deswegen kommt Chong mal für Bittencourt. Chong ist aber kein OM, oder? Nein, ist er nicht. So, einfach mal junge Leute. Ja, Volte Made geht auf die 10. Alle fit, alle spielberechtigt. Selke spielt. Nicht, ob ich mal auch mal ein bisschen mehr nach Stärke aufstelle. Nein, wir spielen so gegen die Bayern. Wir spielen nicht auf Konter. Auch gegen die Bayern spielen wir auf Sieg. Ja, 30 Millionen Marktwert gegen 388 Millionen Marktwert. So, wenn ihr einen Sahnetag erwischt, die einen Blackout haben, endet das 1:0. Das ist auch hier möglich und das wollen wir hier auch sehen. Direkt gelbe Karte für Robert Lewandowski in der ersten Minute. Eckball, Kingsley, Coman. Augustinsson, unser alter Freund, auf der Bank. Müller, der Flanke, da ist James. Und das 1:0. Hat nicht lang auf sich warten lassen. Wir stellen den Einsatz hier einfach mal auf Maximum. Spielen auch gegen die Bayern sehr offensiv. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit wird uns hier attestiert, weil wir hier auch nicht zu Torchancen kommen. Aber immerhin lassen wir auch nicht viel zu. Da ist doch jetzt mal ein Angriff. Heute Male Eras schießt einfach mal und ja, deutlichst vorbei, aber immerhin mal ein Abschluss. Und nochmal ein Standard. Da ist Bomb. Da ist Moisander und auch er. Völlig in die falsche Richtung. Aber wir haben zumindest eine Chance. Ein Plus. Liegen aber 1:0 hinten. Wir hauen mal eine extra Motivationsansprache aus. Lassen den US-Amerikaner hier reden. Okay, Guys. Ab jetzt greifen wir die schonende gegnerische Mittellinie an, okay? Ja, more action in the midfield, okay? Wir geben nicht auf jetzt. Never. Wir fangen an. Get the party started, Guys. Ich hätte ja mal gern wirklich von Louis van Gaal-Modus hier mit Ansprachen. So, wir ändern erstmal nichts. Und ja, wir haben hier ein bisschen mehr vom Spiel, muss man mittlerweile so sagen. Eras schießt einfach mal aus 40 Meter und der Ball ist drin, der Ball ist drin, der Ball ist drin. Unglaublich, das Tor des Monats, ein Bomb mit dem Assist. Eras mit seinem ersten Saisontor und auf einmal steht es hier 1:1 gegen die Bayern. Und wir haben hier Oberwasser. Wenn wir die Bayern besiegen, die Bayern haben das letzte Spiel auch verloren, muss man mal so betonen. Die sind ja eigentlich fast schon rechnerisch deutscher Meister. Da ist vielleicht dann auch ein bisschen Larifari bei denen
drin. Füllkrug. Zieht so hoch. Müller mit einer Adduktorenzerrung. Ja, Bayern hatte eine Torchance, die hat zum Tor geführt. Goretzka. Werden die Bayern jetzt ein bisschen wacher und konzentrierter? Goretzka macht direkt das 2:1. Puh. Aber wir haben hier eine Chance. Ich bringe mal Sargent für Füllkrug. Chong für einen Bomb. Coman mit dem Eckball. Interessante Variante. Alaba. Oh, einmal kompletter Seitenwechsel jetzt hier. Lewandowski und das ist das 3:1. 22. Saisontor bereits. Vorentscheidung, aber ich schmeiße nochmal alles rein hier. Und wir können noch dreimal wechseln. So, es kommen Schönfelder für Schmidt. Toprak für Moisander. Und Groß für Woltemade. So, hier hat man ja nicht unbedingt Punkte einkalkuliert. Dennoch durchaus ansprechende Vorstellung. Eine Straße, viele Bäume, ja. Augustinsson wird hier auch nicht eingewechselt, ist auch nicht so fit. Steht auf, wenn ihr Bremer seid. Ja, wir haben uns hier durchaus teuer verkauft gegen den FC Bayern. Jetzt noch ein 4:1 wäre doch bitte zu vermeiden. Ach, Lewandowski trifft das Tor zum Glück nicht. Und nochmal ein Elfmeter für Lewandowski. Ja, dann gibt es wahrscheinlich doch das 4:1. Ja, er macht ihn rein. 23. Saisontor. Humorlos verlieren wir dann doch deutlich mit 1:4. So, Fums möchte mit mir reden. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten, blablabla. Wie haben Sie die Leistung Ihrer Mannschaft heute gesehen? Ging so. Plus 1, mit dem Ergebnis kann ich leben. Plus 1, Zufriedenheit Spieler. Plus 1, Öffentlichkeit. Wie sehen Sie die Arbeit von Hans-Dieter Flick? Leistet gute Arbeit, blablabla. Bla, bla. Plus 1. Was sagen Sie zum Gegner? Sind eine andere Liga? Ja, leider ja. Alles positiv gesehene Antworten. Wir bleiben auf Platz 16. Am 25. Spieltag. Wir verlieren 1:4 gegen die Bayern. Am Ende war es doch ein bisschen zu deutlich. Stuttgart spielt 1:1 gegen Hoffenheim. Leverkusen verliert 0:1 gegen Bielefeld. Dortmund spielt 1:1 gegen Hertha. Union gewinnt 2:0 gegen Köln. Augsburg gewinnt 3:1 gegen Gladbach. Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen Schalke. Leipzig gewinnt 2:1 gegen Frankfurt. Und Mainz gewinnt 2:0 gegen Freiburg. Wir auf Platz 16, wir haben 3 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Leverkusen hat ein erstaunlich gutes Torverhältnis von nur minus 1. Wir haben 3 Punkte Vorsprung noch vor Platz 17. Ja, niemand in der Elf des Tages. Der Fußball gibt und nimmt. Tim Dorner. So, jetzt muss doch auch der Teamgeist steigt. Park verbessert sich. Ja, die jungen Spieler will ich fördern. Das erreichen wir ja hier auch. Füllkrug verbessert sein Trainingsziel Ausdauer. Trainiert jetzt mal ein bisschen die Technik. Pio Nuka hat sein Trainingsziel Ausdauer erreicht. Der hat hier durchaus einige Schwachstellen, weil er ist ja auch noch sehr jung. Er trainiert sich hier so ein bisschen mal die sehr schlechte Ballbehauptung weg. Da ein bisschen dran arbeiten an seinen Schwächen. Im jungen Alter hat er noch viel Vorsicht und er wird auch direkt auf eine neue Stufe befördert. Rookie des Monats. Haaland wird hier noch als Rookie bezeichnet. Der Rookie des Monats ist Erling Haaland, 39%. Herzlichen Glückwunsch. So, wir spielen gegen Wolfsburg. Die haben einen guten Lauf. Die haben aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt. Aber wir brauchen dringend mal wieder einen Sieg. Alle Spieler sind fit. Wir sollten zum Bandensponsor und wir trainieren in dieser Woche mal ein bisschen das Defensivspiel. Sie haben einen Termin mit Ihrem Sponsor, man ist dort extrem unzufrieden über die Zusammenarbeit. Pff, extrem unzufrieden. Arschlecken. So, gegen Wolfsburg. Grün-Weiß gegen Grün-Weiß muss es mal wieder einen Sieg geben. Ansonsten wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Solange wir noch auf dem Relegationsplatz stehen,
haben wir noch alles selbst in der Hand. So, jetzt gegen Wolfsburg. Das Spiel gegen die Bayern war durchaus okay, sodass ich hier auch erstmal nichts ändere. So, mit unserer Spezialtaktik wird alles gut werden, sage ich jetzt mal. Blinder Optimismus oder was? Tyler Wachsmuth wieder, der Schiedsrichter. 37.000 Zuschauer nur. 12 Grad hier Anfang März und direkt in der ersten Minute der VfL Wolfsburg. Hier bitte keinen Albtraumstart hinlegen. Belfodil verfehlt. Knapp. Puh. In den grün-weißen Farben, die wir alle gerne haben, singen die Wolfsburger. Gebre Selassie sieht gelb in der 11. Minute. Freistoß, Park, der sich für die Einsatzzeiten bedankt. Und oh, Selke, knapp vorbei. Artistischer Kopfball. Um ein Haar. Tor, werden wir den Lauf der Wölfe beenden? Oder werden die Wölfe sich weiterhin befreien und uns weiterhin in die Krise, die niederen Tabellenregionen schießen? Was ist das hier für eine Kombination? Aber Campino hat aufgepasst. Den Angriff abfangen. Die Wölfe haben leichtes spielerisches Oberwasser, was mir ein bisschen missfällt. Sensi haut den Ball rein aus der zweiten Reihe. Das ist das 1-0 für Wolfsburg. So, die Fans sind trotzdem gut drauf. Aber wir liegen 0-1 hinten zur Pause. Ich bringe nochmal eine extra Motivationsansprache. Der Ostwestfale muss ran. Also hier, wegen dieser ganzen Flankerei. Also wer viel flankt, der steht in der Tabelle hinten. Jetzt brauchen wir den direkten Weg zum Tor. Egal, was für ein kompliziertes Zeug man euch da irgendwie vom Spiel gesagt hat. Los, wir machen die fertig. Unser frischer Wert ist bemerkenswert niedrig. So, sollte man vielleicht auch mal drauf achten. So, Eckball, Llorente für Wolfsburg. Weghorst legt zurück auf Belfodil und er hebt aus der zweiten Reihe und Campino packt sich ja zu. So schaffen wir in diesem Spiel den Ausgleich auch wie im letzten Spiel gegen die Bayern. Die zwei Heimspiele hintereinander, da sollte man durchaus mal punkten. Moisander auf Füllkrug und der schießt viel zu hoch. Elfmeter schon wieder für die Gäste. Weghorst trifft. Schon wieder einen Elfmeter verursacht. Und das sieht jetzt ziemlich schlecht aus. So. Schmidt geht mal auf die 10. Chong kommt mal rein. Sargent kommt für Füllkrug. Schönfelder kommt für einen Bomb. So, wir stellen den Einsatz hoch und wir stellen auch die Offensive hoch. Belfodil, Campino kann zupacken. Und jetzt Bekovic. Ein schneller Anschlusstreffer und hier wäre noch was drin. Chong. Auf Schönfelder, die Jungen wollen es wissen. Selke, aber trifft das Tor nicht. Die Wölfe wollen den Deckel drauf machen. Mali, Sensi, Belfodil, Vekos, Babu, aber Campino. Ein sicherer Rückhalt, auch wenn wir 2-0 hinten liegen. Park aus aussichtsreicher Position auf Eras, auf Veljkovic, auf Selke und Castils kann halten. Chancen sind da, auch hüben wie drüben. Ein munteres Spiel jetzt. Diego Llorente mit dem Eckstoß. Belfodil, Campino, die Torhüter geben eine gute Figur ab. So, hier ist noch was möglich. Ich bringe Groß für Eras. Für Gebre Selassie. Spielen schon extrem offensiv. Und es droht die nächste Pleite. Aber die Fans lassen sich die Stimmung nicht verderben. Steht auf, wenn ihr Bremer seid. Der Rückhalt ist da. Auch hier ein Spiel, wo mehr drin war. Und das Spiel ist auch noch nicht vorbei. 90. Minute. Chong. Schmidt, Selke, aber Castells, an dem kommen wir heute nicht vorbei. Die Fans singen und singen und singen.
Und nochmal die Wölfe. Wird es nochmal einen späten Gegentreffer geben? Zwei Heimspiele, zwei Niederlagen. Tiki-Taka jetzt hier im Strafraum. Und das ist das 3:0. Mal wieder ein spätes Gegentor, mal wieder eine Niederlage, die den Tacken zu hoch ausfällt, mal wieder einen Elfmeter kassiert. Wir bleiben auf dem Relegationsplatz. Es bleibt eng unten drin. Köln gewinnt 2:1 gegen Dortmund, Schalke gewinnt 2:1 gegen Gladbach. Wir verlieren 0:3 gegen Wolfsburg. Die Musik ist ein bisschen beruhigend. Vielleicht gut für unsere Nerven. Freiburg verliert 0:1 gegen Augsburg. Bayern gewinnt 4:0 gegen Stuttgart. Bielefeld verliert 2:3 gegen Leipzig. Hertha gewinnt 3:0 gegen Leverkusen. Hoffenheim spielt 0:0 gegen Mainz. Und Frankfurt spielt 1:1 gegen Union. So, wir haben immer noch 3 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Wir haben allerdings schon 10 Punkte Rückstand auf diverse Teams. Ups, Entschuldigung. Wir haben 10 Punkte Rückstand auf Hertha, wir haben 10 Punkte Rückstand auf Wolfsburg, 10 Punkte Rückstand auf Schalke, 10 Punkte Rückstand auf Bielefeld und 10 Punkte Rückstand auf Freiburg. Das ist richtig eng beisammen. Im Abstiegskampf, ja, sind die Leverkusener unsere realistischsten Konkurrenten. So, Caroline Kamera, Leo Kröll. Ein guter Fußballer grätscht nicht. So, unsere Serie wächst. Wir haben 5 Spiele in Folge verloren. Alle in Folge verloren. Ein Mitarbeiter hat gekündigt, weil seine Abteilung sowieso nicht ausgelastet ist. Wird doch keinem auffallen, wenn ich weg bin. Das Beste an diesem Verein war die Tischtennisplatte. Account Manager. Ja, andere sind überarbeitet, andere haben nicht genug zu tun. Ja, im nächsten Part spielen wir gegen den VfB Stuttgart und gegen RB Leipzig. Da muss was geholt werden. Wir müssen den Negativlauf stoppen. Ich meine, wir spielen noch gegen Leverkusen, wir spielen noch gegen Gladbach. Es sind noch genug Punkte zu holen. Noch 8 Spiele zu spielen. Wir gucken mal in die anderen Ligen. In der zweiten Liga Hannover auf 1, Düsseldorf auf 2. Hannover schon 12 Punkte Vorsprung auf Vorplatz 4. Bochum auf 3, punktgleich mit dem HSV. Dahinter mit etwas Distanz Regensburg und Karlsruhe. Auf dem Relegationsplatz Kiel 1 Punkt Rückstand auf Braunschweig. Auf den direkten Abstiegsplätzen Würzburg und Aue. In der dritten Liga auf Platz 1 und 2 Ingolstadt und Uerdingen. Platz 3 Duisburg, dahinter Unterhaching, Dresden und Kaiserslautern. Auf den Abstiegsplätzen Zwickau, Verl, Saarbrücken, Lübeck und 1860 München. In den Regionalligen auf Platz 1 Havelse, unsere zweite Mannschaft auf Platz 3. Hier VfB Auerbach, hier der Bonner SC, hier TSV Steinbach-Haiger und hier TSV 1860 Rosenheim. So, im Pokal gab es da Spiele. Was war unser aktueller Stand im Pokal? Hatte ich diese Ergebnisse hier schon vorgelesen? Ich glaube schon, ne? So. Gucken wir mal in die Champions und Euroleague. Ja, Champions League wurde gespielt. Achtelfinale. Bayern hat 2:2 gegen Liverpool gespielt. Leipzig 1:1 gegen Marseille. Und Dortmund hat 4:0 gewonnen gegen Benfica Lissabon. In der Euroleague. Ja, da warten wir noch auf die Rückspiele. Leverkusen ja mit dem 1:0-Sieg gegen Sporting Lissabon. Tja, wir müssen hoffen, dass Leverkusen sich noch lange in der Euroleague verausgabt, weil die müssen wir überholen in der Tabelle. Im nächsten Part soll das gelingen. Tschüss, bis dann.